kannst es nicht einsammeln. So. Brauchen wir, der mir den Scheiß mit transportiert. 20 Minuten Budget. Wie viele Raven Coins meinen wir jetzt eigentlich, dass wir wieder auf Verge umstellen? Ich würde sagen, jetzt erstmal haben wir jetzt noch mal ein, zwei Tage, dass wir irgendwie so 50.000 oder so haben und dann wieder auf Verge. Ja, mein Gott, das sind jetzt 3 Tage. Wenn. Ja. Was, 11 jetzt? Okay. Ja. Ja, klar. Aber jetzt denkst du mal, wenn wir jetzt 50.000 meinen und das Ding wird nur 1 Cent wert, dann haben wir 50 Euro und dann haben wir zumindest den Verlust ausgeglichen. Ja. Wenn er. Nee. Bei 1 Cent 50 Euro dann. Ein Hundertstel? Oder? Bin ich falsch? Echt? Oh. Ja, okay. Gut, weiß ja nie. Was? Ich hab keinen Twitter, darum kann ich den nicht. Achso. Nee, das ist ja nagelneu. Was soll es denn schon sein? Ja, klar. Das ist. Das einfach machen. Achso, ja, klar. Der wirst du bestimmt nicht der Erste sein, der danach fragt. Aber ich denke mal, die werden halt schauen, wie viel danach fragen, wie groß da die Nachfrage überhaupt ist an den Coin. Weil ich denke mal, dass ich für den das auch rentieren muss. Oder bin ich da falsch? Ja, klar. Ganz kurz weg.
So, wieder da. Nicht 20 Minuten schnell. Du musst doch nur eine Auto 5 Kilometer oder so fahren. Oder 10. Yay. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, du hast noch 15 Minuten Zeit. Was? Toll, ja, okay. Kampf vorbei. Ernsthaft jetzt? Kampf vorbei? Kampf vorbei? Ja? Ja, klar, ich komm vorbei, natürlich. Nein, ob der Kampf vorbei ist, weil du gehackt wurdest. Nee, also ich lebe noch. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Boah, das war ganz schön heftig. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. I think they were only being kept alive. Oh. Ja, was ich bin schon auf Roboter gestoßen, die sich wie Menschen verhalten, ne? Auf was bist du gestoßen? Auf Roboter, die sich wie Menschen verhalten wollen. Das also sind keine Androiden, die so aussehen wie Wall-E ungefähr. Ja. Und dann siehst du da, wie die Roboter da ficken und der eine Roboter, der tut so eine Kinderwiege hin und her wiegen. Und der eine so, ich hab Hunger. Geil. So bescheuert einfach. Also, ja, was ist denn mit diesen Robotern los? Weil normalerweise kämpfst du halt gegen die und dann fällst du so eine Gruppe rein, so völlig random, und da sind die alle und denkst so, was ist hier los? Und dann sagt der Begleiter so, sie scheinen Menschen nachzuahmen. Oh Mann. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Da war ich vorhin in einem moralischen Dilemma. Da waren so Maschinen. Die sind so ein Freizeitpark. Die haben einfach alle voll Spaß gehabt und die haben dich einfach nicht angegriffen. Okay. Und dann kannst du mit denen reden und kannst einkaufen und Dinges und so. Das ist eigentlich normalerweise deine Feinde, ne? So geil. Und dann, weil du hast den Auftrag, ja, die Menschheit wieder hier zurück auf die Erde zu kriegen und so, weil überall diese bösen Viecher und so, was für eine Scheiße gegangen und so. Und die tun halt einem gar nichts. Und einfach so, lass ich die jetzt leben oder bring ich die jetzt alle um? Scheiße. Ich hab einfach alle abgeschlachtet. Gnade endlos. Aha.